Hallo, wir waren außer Metallhaule auch noch schön im Supermarkt und hätten eingekauft für 33 Euro. Der Euro steht, wenn man es auf der Bank tauscht, bei 55 Rubel, also 1 Euro 55 Rubel und auf dem Markt 65 Rubel, aber das ist ja Schwarz und das machen wir nicht. Da wenn man zum Beispiel 1 Kilo Hackfleisch, das hat 3 6 Euro, 6,40 € 6,40 Euro pro Kilo. pro Kilo gekostet. Da so Baguette-Ware 1,20 €. 1,20 Euro. Baguette. Ja, Nur das ist so ein paar ungefähr. Sachen. Milch 1,20 € pro Liter. Ja. Nur sonst, was ich kann, nur so. Alles zusammen Alles war zusammen 33 Euro. 33 €, aber außer Im Gemüse. Gemüse, Gemüse ja, war das haben von wir ja alle an der Lade Gemüseladen, ja. geholt. Und sonst Okay. so, ja, solche Preise. Ja. Da ist auch angeblich auch einiges teurer geworden. Und so wie wir auch mitkriegt Und mit solchen Kurs-Euro ist für uns ist noch teuer. haben. Ja. Im Anfang März irgendwann hat man kurze Zeit für 1 Euro 130 Rubel gekriegt. Da 12., 15. März, aber jetzt ist die Formel wieder der Euro schlechter war. Wir fahren nun an den Strand und hier an der Werft vorbei. Auf der anderen Seite hat es See in dem Ort.
So, nun sind wir zum gemütlichen Teil und ich sitze in der Sonne und meine Glatze wurde bedeckt, dass ich meinen Sonnenbrand kriege. Jetzt hole ich zum Frühstück erstmal ein Glas frische Beeren. Frische Himbeeren. Ich habe gefunden eine Aprikose. Ui. Das ist eine. Rolf, guck mal, ich habe eine Aprikose gefunden. Oh, ja. Oh, die Bäume der Hanne haben die so viel Laub und Verschäuschel und wenig Früchte. Und bei uns gibt es schon kleine, kleine Gurken. Wachsen so schnell, ja? Ja, jetzt geht's los, jetzt kriegen sie richtig los. Tak, jetzt noch Johannisbeere, ja? Ja. Ich genieße diese Zeit mit dem frischen Obst aus dem eigenen Garten, ungespritzt und natürlich. Prost. Prost. Oh, hast du mich verwischt beim Schaffen. Deutsche. Ja. Schon viele Jahre. Ja, schon viele Jahre. Weil ich das immer spätestens im Herbst putz und schleife und aufräume, ordnungsgemäß. Welche Firma das war? Ich weiß nicht. Nicht Gardena? Nein, nein. Ah, nicht, Floristin. Klopes oder was. Mhm. Aber das ist schon die vierte Schere, wo ich hier die Aber andere. Die sind schon lang. Ja. Hallo, ich mache heute Wurstsalat, weil ich das so mag. Draußen ist warm, da kann man gerne was Kaltes essen. Also mit Zwiebel, Wurst, Bierschinken, sowas ähnliches, Käse, hausgemachte Gurken und da will ich gerade gucken. Eine Knoblauchzehe oder zwei kann auch noch rein. Und dann kommt halt ein bisschen Salz, Pfeffer von meinem Chili vom eigenen Garten hier und so
genau nach meinem Geschmack. Und dazu haben wir so Baguette, so was ähnliches Brot. Und es wird dann schön, kommt in meinen Bauch rein und tut mir gut. Das die fressen, guck mal, die fressen alles. Aha. Alle Rosen. Und die haben total. Ja. Diese Schnecke. Zeig mal, wie viel. Das ist unsere Ausbeute von den Schneckensammeln nach dem Regen jetzt. Es hat gerade vorhin heftig geregnet und dann noch ein bisschen. Und jetzt ist alles feucht und alles voll mit Schnecken. Hinter in der Gemüsebeete, da sieht es auch aus. Da sind sie auch alles überall sind sie gesessen auf der Pflanze, auf der Gemüsepflanze.